Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 5. Mai, 10.14 Uhr. Und es ist die, ja, wie soll ich sagen, Außerlandtagssitzung der Piratenfraktion NRW. Ich schaue einmal ganz kurz aufgrund des frischen Aufbaus, ob der Ton und das Bild funktionieren und stimmen. Es wird genickt. Vielen Dank, Ingo. Und wir befinden uns anlässlich der Republika 15 mit dem Untertitel Finding Europe in Berlin, in einem lustigen kleinen Hotel. Wir werden uns nicht allzu lange hier aufhalten, also ich habe das Gefühl, die Klimaanlage versagt. Ich habe sie gerade runtergeschickt von 22. Oh, vielen Dank. Das ist ja nicht schön. Und es gibt einige Themen bei diesen gerade mal 370 Themen und Panels bei der Republika, wo wir aus Landessicht auch locker mit reinsteigen können. Und der Wasserkocher ist echt leise. Ja. Wir würden die WLAN das benutzen. Bitte? Wir würden die WLAN das benutzen. Versuch's. Also es ist nicht schnell. Vielleicht hätte ich es nicht schnell. Ja, dann wurde er vorne. Vielleicht auch vor 10. Vielleicht warten wir eben noch kurz, bis der Wasserkocher heiß ist. Ich hätte gerne eine Änderung des Protokolls in der Zeit. Die Begrüßung ist mir einfach zu freundlich. Ah. Also, ein herzliches Hallo, hallo. Nein. Hallo reicht. Hallo reicht. Ja, Tag, moin, ihr Taschen. Okay. Tag finde ich auch okay. Und von den Themen her gibt es so einiges, was wir da halt aus Landessicht rausziehen könnten. 5 Euro. Wessen Handy war das? Das ist mein Laptop gewesen. Die. Ja, das ist ganz. Es hat ein bisschen was von Schulausflug, ich muss das ganz kurz sagen. Ja, dann wartet auf den Wasserkocher ab, wie man. Der ist ja jetzt fertig, man hört ihn schon. Bei der Livestream von den letzten Gläschen. Was mit dem Passwort? Das Kennwort, das Passwort für das WLAN, was ich aufgemacht habe, heißt Piraten-Grumpy mit U, alles klein durch. Aber ja, es ist schon. Läuft schon, ne? Ja, ich weiß, deswegen, aber. Aber wir müssen ja schon hier sein. Normalerweise. Normalerweise benutze ich überhaupt kein Passwort, sondern mache das Ding halt einfach auf. Ich habe bis dato noch keine Abmahnung oder etwas Ähnliches erhalten. Das wird jetzt sein. Ich werde die Frage von den Leuten, die vor dem Raum stehen. Genau. www.goldesel.io. Okay, es war eine relativ kurze Nacht für mich. Die Lobbygruppe, die NGO, iRights hat gestern auch noch ihre Republika-Tipps rausgegeben. Das ist eine Liste, die habe ich auch nochmal in der Wiki-Seite unten mit reingetöpfert. Eine ganz großartige Zusammenstellung netzpolitischer Themen jetzt zur Republika. Und es gibt aus unserer Sicht einige Dinge, die wir auch schon im Land diskutieren, die auch hier bei der Republika Thema sind. Das ist vor allen Dingen in dem Bereich, Jahr 2 sozusagen nach Snowden und Jahr XYZ seit WikiLeaks. Vor allen Dingen das Lauschen der Behörden im Netz, die Wünsche und Begehren in den Bereichen des Inneren, wo halt nicht nur die Polizei mit ihren Pre-Crime-Geschichten. Der Minority Report ist ja keine Science Fiction mehr, sondern der Minority Report ist halt Realität geworden. Vielleicht nicht unbedingt mit Menschen, die dies tun, aber halt mit Software, die diese Arbeit übernimmt. Und es gibt dieses, wie ich finde, großartige Panel, wenn Behörden zuhören wollen, Social Media Monitoring durch den Staat als einen großen Punkt. Jetzt ist das Netz leider so langsam.
es ist die große Frage, finde ich, wenn wir allesamt im Netz diskutieren, wenn wir Dinge uns im Netz gegenseitig an die Köpfe werfen, inwieweit ist es sinnvoll oder nicht sinnvoll, dass Behörden mehr oder weniger proaktiv hingehen und im Rahmen von Big Data und Internet 4.0 anfangen, uns allesamt zu erfassen und zu katalogisieren und darüber Akten anzulegen, was aus deutscher Sicht vielleicht immer ein bisschen schwierig ist mit angelegten Listen. Und da wollte ich ganz gerne unsere beiden Leute aus dem Innenausschuss fragen, welche Themen seht ihr aus eurer Sicht bei der Republika, beziehungsweise was sind die großen Aspekte in Nordrhein-Westfalen dieses Mal? Also nicht dieses Mal, sondern regulär. Wie sieht das aus mit unserer Polizei, unserem Verfassungsschutz? Reine Neugierde. Hier gibt es keine Sprechtaste, ne? Nein, heute ohne Sprechtaste. Moment, ich mal dir einen auf. Okay. Aber die leuchtet jetzt nicht. Ja, Nordrhein-Westfalen ist ja ganz weit vorne, was das Thema Predictive Policing angeht. Danke, danke. Da wird ein, da lief eine Ausschreibung, ich glaube, die ist jetzt gerade beendet, für Feldversuch zu Predictive Policing, zur Softwareanalyse, was taugt wie. Man wird ein, dieser Versuch soll wissenschaftlich begleitet werden, inwiefern das wissenschaftlich ist, das wissen wir noch nicht, das ist gerade im Entstehen, das Team wird gerade zusammengestellt, soweit ich weiß. Auf jeden Fall werden wir uns da kümmern und das begleiten natürlich. Die Frage, die sich grundsätzlich stellt, wir reden hier immer von Open Data und diesen Geschichten, und das ist da auch beim Europäischen Polizeikongress war ich darüber schon debattiert, wie weit das dann auch für Behörden natürlich gilt, dass solche Daten offen sind, auch für behördliche Zwecke. Big Data, anderes Thema, was du gerade angesprochen hast, Social Media, Kontakte, Daten, also da muss sicherlich ein bisschen Regelung, das heißt ein bisschen Regelung, ist Quatsch, aber da muss eine Regelung gefunden werden, inwieweit aktiv Programme betrieben werden dürfen, in solche Kanäle reinzugucken. Da würde ich mal natürlich dahin tendieren, dass es aktiv sowas nicht geben darf. Ähnlich wie beim Arbeitsschutz eigentlich auch. Der Arbeitgeber ist ja auch, nicht gestattet, alle Kanäle durchzuforsten halt für seine zukünftigen Mitarbeiter, um deren Vorleben auszuwirtschaften. Allerdings wird man auch nie verhindern können, dass es trotzdem gemacht wird in Einzelfällen. Aber aktive Programme, die Profile anlegen, die soll es auch natürlich für Behörden nicht geben dürfen. Also ich denke mal, da sind viele Dinge offen, die man beobachten muss, begleiten muss, und letztlich stellt sich aber auch wieder die Frage nach Identitäten im Netz. Klarnamendiskussion, sehr interessantes Thema für uns auch wieder. Ich glaube, da haben wir auch noch nicht für uns, also für politische Diskussionen, die Lösung gefunden. Wir haben die Klarnamen verbindlich zu machen, darf es sicherlich nicht sein, und man sollte auch dazu hinkommen, verschiedene Identitäten nutzen zu können, dass es auch gestattet ist, oder gewünscht ist sogar, oder unterstützt ist sogar, also ganz, ganz viele Dinge. Ich glaube, ich habe jetzt gerade auch 10 verschiedene Sachen gesagt, die alle irgendwo auf der Republika thematisiert werden. Ich werde mich gleich mindestens 4 teilen, wahrscheinlich auch, die ganzen Fälle zu besuchen. Ganz großes Thema ist insgesamt Identität, und damit wird man in der Zukunft viele Dinge halt auch verwischen können, man sollte sie verwischen können, das Thema Profilbildung zum Beispiel, wenn du wechseln kannst, wenn du nicht Identitäten hast, die nicht immer auf eine Person zurückzuführen sind, sondern auf eine Gruppe dann zum Beispiel, dann verwischst du einfach dann verwischst du Spuren. Das sollte ein Ziel sein bei Forschung und Überlegungen in diese Richtung. Und nicht immer Big Data als das sehen, immer alles auf ein Individuum zurückzuführen. Jetzt habe ich
glaube ich, alle Themen irgendwo mal totgeschlagen. Ne? Das ist eine große Blase. Das bezieht sich im Übrigen auch. Ja, Entschuldigung. Also das geht ja nicht nur auf genau, auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene. Die Bundeswehr und das sogenannte Monitoring ist ja auch ein großes Thema. Aus unserer Sicht auch Bundeswehr an Schulen. Auch da sind wir ja mit dran. Social Media Monitoring ist ja ein Standardwerkzeug, auch im Bereich der Werbung und des Marketing. Und das ist schon sehr spannend, inwieweit die Behörden in diesen Bereichen ähnlich agieren dürfen. Da fällt mir gerade ein, wir hatten letzte Woche Plenarwoche und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das gelungene Experiment beim Presseteam, dass wir die Plenarsitzung mit diesem kleinen Experiment, Bilder mit Text kombiniert, einfach mal gemacht haben. Ich hoffe, der Aufwand war nicht zu groß. Ganz großes Lob von mir persönlich. Ich glaube, das war netztechnisch die erfolgreichste Plenarsitzung, die wir je auf diese Weise begleitet haben. Ich, mit irgendwas über 300, über 500 RTs. Retweets in diesem komischen... Okay, sehr schön. In diesem Twitter-Ding, was ich selber gar nicht nutze, weil ich in anderen freien Netzen unterwegs bin. Und das ist auch der nächste Punkt aus meiner Sicht. Netze, freie Netze und die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung. Und da hoffe ich, dass wir jetzt alle ein bisschen gemeinsam darüber reden können. Aus Sicht vieler Panels jetzt bei Republika ist der Wandel des Netzes vom Wissens- zum Hasstransporter, habe ich das mal genannt. Ein sehr, sehr großer Themenbereich. Im Allgemeinen wir als Vertreter dieser kaputten Politik, wir selber sind ja ein Teil davon. Da gibt es mehrere Panels wie einleitend heute, vielleicht schaffen wir das noch, zeitlich dorthin zu kommen. The system is broken and that's the good news. Die fünfte Gewalt, die Macht der vernetzten vielen. Die kaputte politische Debatte, wie das Internet Teil des Problems und Teil der Lösung ist. Mit der schönen Unterseite Lügenpresse, Misstrauen, Parallelwelten wie Pegida. Was hat das Internet damit zu tun und vor allem, wie machen wir es besser? Wir selber kennen das, auch innerhalb der Piratenpartei. Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind so unbeobachtet, dass wir uns dazu verleiten lassen, Dinge zu schreiben, die wir vielleicht nicht hätten schreiben sollen. Vielleicht in einer, ja, Worte sind ja nicht per se beleidigend, sondern oftmals interpretierbar. Tweets sind vielleicht zu kurz, um sinnvolle Diskussionen zu führen. Was sind die Möglichkeiten, die wir innerhalb der vernetzten Welt haben, um sinnvoll miteinander kommunizieren zu können oder Dinge auch auf den Weg zu bringen? Damit meine ich jetzt nicht so etwas wie eine Klarnamens-SMV, das Thema Klarnamen und Internet hatten wir ja auch schon gerade, sondern wie wollen wir damit umgehen, dass wirklich Menschen, andere Menschen, ja, öffentlich, wenn wir das Netz als Öffentlichkeit betrachten. Wir haben gerade ein kleines technisches Problem. Wie wollen wir damit umgehen, dass sozusagen einzelne Menschen halt fordern, man darf nicht im Internet sein, wenn sozusagen der Passname irgendwo registriert ist und das sind ja alles Pläne und Entwicklungen, nicht unbedingt bei öffentlichen Seiten. Im Bereich der Kommentarfunktion ist das der Anfang, sondern es gibt ja bereits erste Forderungen von Politikern, die halt sagen, man kommt ins Internet, wenn man sozusagen sich registriert hat. Eine völlig obskure Idee, wie ich finde, denn Meinungsfreiheit bedeutet, dass man halt auch anonym schlimme Meinungen ertragen muss und schlimmste eh straffällig sind. Und da würde mich ganz ehrlich mal die Meinung von Michelle auch interessieren. Denn im Bereich des Petitionswesens kann ich mir vorstellen, dass es da Sachen gibt in Nordrhein-Westfalen, die eventuell da mal aufgeploppt sind oder aufploppen könnten. Vielleicht liege ich auch völlig falsch.
Gibt es da entsprechende Entwicklungen? Hast du irgendwas in der Hinsicht schon mal als Petition mitbekommen? Reine Neugierde? Hast du leider nicht? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Würde ja auch gar nicht bei uns aufblocken, sondern weitergegeben an den Bund, falls es eine Bundesangelegenheit ist. Würden wir so auch, glaube ich, gar nicht mitkriegen. Könnte man nachfragen, aber ich glaube auch nicht, dass das bei uns ankommt, weil es eher so ist, dass der Weg umgekehrt ist, dass wir Petitionen vom Bund ans Land weitergereicht bekommen und nicht umgekehrt. Hat jemand Ideen diesbezüglich? Gegen Hass oder für Hass? Also ich denke mal grundsätzlich, wird hier was dramatisiert. Also es wird ein Thema ins Licht gerückt, um ein Ziel zu verfolgen, nämlich, du hast ja gerade gesagt, die Identifizierung halt beim Einloggen ins Netz möglicherweise, also die komplette Identifizierbarkeit von dem, was man macht. Das kann man natürlich befeuern, indem man halt schlimme Dinge sagt, die passieren, nämlich halt dass verfolgt werden muss, wer schlechte Dinge sagt. Ich glaube, das hat viel mit einer Medienkompetenz zu tun, die wir teilweise selber noch brauchen, die aber auch unbedingt viel stärker in den Fokus gerückt werden muss im gesamten Bildungsbereich. Wir müssen halt mit Dingen umzugehen, die uns herum passieren. Wir können nicht alles verbieten und alles regeln wollen und für alles Verbote machen, vor allen Dingen nicht für das, was ein Mensch so tut. Wenn wir Leute haben, die merken, dass sie durch seltsame Meinungsäußerungen etwas auslösen können, nämlich Panik, Alarm und weiß der Kuckuck was, dann werden sie das halt natürlich mehr machen, wenn sie Spaß machen. Versuchen, solche Sachen immer abfallen zu lassen, gar nicht zu beachten. Ich denke, dass das ein Mittel ist, mit diesen Dingen umzugehen. Und auch sich natürlich auch ein bisschen gegenseitig zu stützen. Also Respekt voreinander ist immer etwas, was es anderen schwerer macht, Hass zu schüren, zum Beispiel. Du sagtest jetzt gerade Medienkompetenz. Ja, oh. Mein Lieblingswort ist das eigentlich. Michel. Olaf hat sich auch erwähnt. Ah, Olaf? Michel war der. Ja, ich glaube einfach, wenn man über das Thema, und da wurde ja auch schon die letzten zwei Jahre auf der Republika darüber geredet, wenn man über das Thema nachdenkt, dann muss man dem Argument, das Netz muss genauso behandelt werden wie der reale Raum, genau dieses Argument wieder entgegensetzen und sagen, vieles, was im realen Raum passiert, wird eben nicht verfolgt und vieles, was im realen Raum passiert, passiert über Sozialkompetenz, also muss das im Netz auch über Sozialkompetenz passieren. Und ich glaube, das ist viel wichtiger als irgendwie Verfolgungsmaßnahmen, Identifizierungsmaßnahmen, sonst was einzusetzen, dass man einfach darauf pocht, dass soziale Gruppen und soziale Gefüge funktionieren und dass man darauf achtet und viel weniger darauf, ob man jetzt den Einzelnen für irgendwas dran kriegt oder nicht. Ich sehe überhaupt in der ganzen Klamotte mit dem, was jetzt zurzeit für Schwierigkeiten im Internet, gerade auch mit Meinungsäußerung oder so passieren, eine reine Problematik der Sozialisation. Das liegt aber auch eben daran, dass es das Internet bei den meisten Menschen, die es heute nutzen, einfach nicht gab. Das heißt, vieles in dem Verhalten, was man so im normalen, was der Michel gerade als realen Raum genannt hat, auch noch zum Teil untergeht, ist im Netz natürlich immer verfügbar. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die ein bisschen schwierig ist an der Stelle. Es stimmt nicht ganz. Sobald ich etwas im realen Raum auf Papier bringe und das rausbringe, muss da ein VISDP drunter. Ja, ich kann kein Flugblatt rausbringen, ohne dass ich dann Verantwortlichen im Sinne des Pressegesetzes drunter habe. Kannst mit dem Namen. Das ist, ja, es geht schon, es ist aber verboten, das heißt, ich darf es nicht.
Und das ist das Problem zumindest im Internet. Das ist jetzt für mich keine Lösung, dass ich deswegen jetzt im Internet auch unter allem, was ich schreibe oder so, eine eindeutige Identifikation hintersetzen muss. Aber das ist eben eine Frage der Sozialisation. Das Traurige daran finde ich, dass, ich sage es jetzt mal so, dass unsere Generation es nicht auf die Reihe bekommt, der nächsten Generation da irgendwie ein bisschen bessere Mittel in die Hand zu geben. Und ansonsten ist es das meiner, so wie ich es sehe, wird unsere Generation damit klarkommen müssen mit diesen ganzen Widrigkeiten und lösen, wird es ja wahrscheinlich die nächste Generation für sich, die mit dem Internet aufgewachsen ist. Wie sie es hinterher löst, ob das in Richtung Post-Privacy geht oder in absoluten Datenschutz, möchte ich gar nicht mal irgendwie mich zu äußern, weil das ist eine Sache, die kann ich eigentlich auch kaum noch für mich entscheiden, wie die nächsten Generationen damit umgehen wollen, mit diesen Informationsflüssen, die für mich noch ganz kleine Technik sind und für die dann natürlich dann eine Kulturtechnik. Jetzt weiß ich nicht genau, Moni, ist das eine Meldung? Achso, entschuldige. Was passiert sonst? Frank, Michel, ich weiß es gar nicht. Ich bin raus. Achso, okay, Frank. Ich wollte gerade zur VISDP was sagen. Also wir haben bei Webseiten Impressumspflicht. Und das würde ich mit VISDP nicht bei der Presseverlautbarung gleichsetzen. Um das, also bei der E-Mail muss ich das nicht haben. Also da muss ich nicht irgendwo VISDP oder sowas reinsetzen. Soweit sollte es nicht kommen. Aber Sozialisation bzw. Sozialkompetenz, ich glaube, das ist mal ganz gut als Abwechslung zur Medienkompetenz. Ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, zu lernen, wie man sich mit Worten verständigt, beziehungsweise wie die Worte auf ein Gegenüber, was das für Auswirkungen hat und wie man dann darauf reagiert. Das ist lange her. Ich denke mal schon, dass es ein bisschen gedauert hat, das zu lernen. Wir haben jetzt Worte, die wir aufschreiben, aber die in Echtzeit eine Wirkung entfalten, nahezu Echtzeit, durch Twitter, E-Mail oder sowas. Und wo ich aber nicht steuern kann, wie sie aufgenommen werden. Ich kriege das erst in der Reaktion halt zu spüren. Und zwar kriege ich das heute immer noch. Ja, wir sind jetzt nicht am Ende der Lernphase. Und habe immer wieder das Problem, dass Dinge halt nicht so verstanden werden, wie ich sie geschrieben, was ich sie meinte, aufgeschrieben zu haben. Ich glaube, das wird, du sagst gerade eine Generation, kann ich mir gut vorstellen, dass es so lange dauert und wir machen einfach einen Lernprozess durch. Das machen wir jetzt nach 40 Jahren Internet, 20 Jahre E-Mail, oder ich habe es so ungefähr immer das nicht. 20 Jahre E-Mail, ist auch egal. Und 20 Jahre Web, 40 Jahre E-Mail. Da sind wir halt noch lange nicht am Ende. 7 Jahre, 8 Jahre Smartphone haben wir jetzt. Und das ist ganz am Anfang vom Lernen des Umgangs dieser Techniken und jetzt irgendwelche Gesetze zur Identifizierung oder sowas zu verlangen, weil irgendwelche Hassmails rumgeistern, halte ich für völligen Schwachsinn, sondern das Thema Lernen, Lernen, Lernen und endlich mal die Lehrer zu befähigen, mit diesem Medium umzugehen, weil bei den Kids, da muss man halt anfangen, denen das zu erklären. Ist das ausreichend? Ich weiß es nicht, bildungstechnisch an den Schulen? Nee, ausreichend nicht. Entschuldigung, also wenn ich da direkt eingreife. Das ist nur ein Baustein. Also überall. Aber wir lernen ja auch täglich alle. Das ist richtig, wenn ich Jawohl. Ihr seid alle redeberechtigt. Jederzeit, sofort. Bitte. Das ist doch schon passiert. Ja. Go. Der Olaf war zuerst. Olaf meldet sich. Okay. Dass du das gerade mit dem Lernprozess angesprochen hast, das macht aber auch wieder die ganze Sache an der ganzen Sache schwierig, weil Lernprozess ist ja normalerweise jetzt im klassischen, wird ja so verstanden, irgendwie von Freiunterricht, sage ich jetzt mal so, wenn das jemand jetzt hört. Also dass jemand anderen etwas beibringt. Und da sehe ich jetzt gerade im Internet eine unheimlich große Problematik, weil die Leute, die das in der Rede beibringen sollen, liegen eine Generation davor. Also das ist eine Sache, die kann meiner Meinung nach nicht im typischen wir bringen bei, sondern das muss eine Sache sein, die muss mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam erarbeitet werden. Das ist also der Frontalunterricht, beziehungsweise dass jemand
ein Wissen hat, das anderen vermitteln, gibt es an dieser Stelle. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, dass man es nur zusammen mit der nächsten Generation erarbeiten kann. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu kurz springen, denn wenn irgendjemand irgendeinen Satz sagt, der kann zu 100% sicher sein, irgendwo anders auf der Welt gibt es jemanden, dem das nicht passt. Dieser Satz, den du gesagt hast. Und umgekehrt passt es vielleicht dir nicht, was andere Leute im Netz sagen. Das ist einfach normal. Jetzt haben wir diese Verbindung über große Entfernungen, also raumzeitlich synchron, über Streaming, Mumble, weiß der Geier was, und eben auch asynchron über E-Mail, Twitter, Facebook und weiß der Geier was, wenn man so Sachen sagen kann. Wenn man mal sich dieses neue Medium, so roundabout 40 Jahre, mal vorstellt, es ist ja eigentlich nicht nur ein Medium, sondern es ist wesentlich mehr. Und wenn man das mal vergleicht mit einer anderen Medienerneuerungsphase, nämlich die da letztlich auch das Ende des Mittelalters war, die Einführung des Buchdrucks, dann wird man feststellen, dass damals alles, was irgendwie gesagt werden konnte, in Form von Buchstaben schriftlich niedergelegt worden ist. Das heißt, das neue Medium war der mediale Mülleimer für die Äußerung der Leute. Und mit dem Internet ist das genauso. Und man muss mit dieser Mülleimer-Situation, wo natürlich auch die Schätze drin rumliegen, entsprechend mit umgehen können. Und ich glaube, das kann man sich am besten, das kann man am besten, indem man sich selbst erstmal darüber klar wird, über diesen historischen Vergleich, und dann eben wurde das Lernen angesprochen, dann versucht, entsprechend den jungen Leuten zu vermitteln. Denn für die jungen Leute gibt es keinen Unterschied in dem Sinne zwischen Privatsphäre und für einen Schüler ist ein Lehrer, sag mal, eine Person des öffentlichen Lebens. Gesamtgesellschaftlich gesehen ist der Lehrer aber nicht Person des öffentlichen Lebens. Und dann geht man in die Öffentlichkeit, nur das einfache Beispiel, und rantet den Lehrer auf Facebook, also weltöffentlich. Ja? Ne? Ich glaube, dass noch ein ganz anderer Aspekt da eine große Rolle spielt und den wir da berücksichtigen müssen, nämlich die Tatsache, dass jetzt diese virtuelle Welt mit der realen verschmilzt. Ich kann in Düsseldorf, oder wir sind ja in Berlin, unerkannt über die Straße gehen, ohne angefahren zu werden. Und ich fühle mich wohl dabei, dass die Person auf der anderen Straßenseite mich jetzt nicht kennt oder so, oder nicht weiß, wer ich bin. Jetzt besteht aber zumindest in ein paar Jahren theoretisch die Möglichkeit, Stichwort Google Glass oder andere Systeme, dass ich ermitteln kann, wer auf der anderen Seite über die Straße geht. Und dieser andere auch ermitteln kann, wer hier über die Straße geht. Sodass theoretisch, wenn das ins Netz eingespeist wird, eine Person in Shanghai weiß, dass der Paul gerade in Berlin über den Mehringdamm geht. Ja? Die Frage, die sich dann stellt, ist, inwieweit können wir damit umgehen, dass es Leute gibt, die über uns etwas wissen, wo wir nicht davon wissen, dass die das wissen. Da sind wir alle dagegen. Stichwort Apple, Amazon, Facebook, Google, Co. Auf der Unternehmerseite und auf der staatlichen Seite eben NSA, dann dieser Wurmfortsatz von NSA namens BND, dass das dann eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass das Bewusstsein erst langsam heranwächst, dass es dann zu einer Transformation und auch zu einer Mentalitätsveränderung von uns Menschen führt. Wobei ich selber nicht wage abzuschätzen, wohin das geht. Ich weiß nur, dass das Lesen können, der Alphabetismus und der Buchdruck unsere Mentalität auch verändert hat. Okay, Moni? Ja, ich wollte was zu Olaf oder auch zu Joachim nochmal sagen. Ich glaube, dass das Problem gar nicht in der Generation der Lehrer besteht, was Medienkompetenz betrifft. Das mag in technischen Bereichen so sein, dass ich halt nicht genau weiß, mit den Geräten umzugehen. Aber mir erschließt sich eigentlich nicht, warum diese Medienkompetenz eine andere sein soll als im realen Leben. Das heißt, ich muss eigentlich genau das Gleiche vermitteln, wie ich mich auf der Straße benehme. Fremden gegenüber oder Leuten gegenüber, die ich kenne, wie ich das auch im Netz tun muss, also diese Sozialkompetenz. Das Problem dabei sehe ich einfach dadurch, dass ich selber nicht mehr so handhabbar bin, verabschieden sich viele davon der Verantwortung, die sie auf sich nehmen, wenn sie jemandem face to face stehen und, sage ich mal, sich eher für das verantwortlich fühlen oder dazu stehen, wie man das im Netz tut. Aber prinzipiell, glaube ich, sind die Kompetenzen sind eigentlich die gleichen, die da erwartet werden. Wobei du jetzt recht hast, wenn du sagst, wenn ich dazu gehe, dass Leute Dinge über mich wissen, die ich zum Beispiel nicht weiß, dass die Kommunikation sich da verändert. Aber erstmal würde ich mir wünschen, dass die Kompetenzen, die man im realen Leben, auch wenn wir die alle im Netz hätten, ich glaube, dann wären schon viel geholfen.
War das im realen Leben nicht immer gleich, nur hat es keiner gemerkt? Du hast nicht so eine Streubreite. Ja, du triffst dann ein. Wenn ich auf dem Schulhof stehe und einem, sag ich mal, verbal auf die Fresse haue, dann ist das was anderes, wie wenn ich das auf Facebook mache und 150 Leute kriegen es auch noch mit. Aber das Verhalten ist das Gleiche. Das Verhalten ist das Gleiche. Oder? Ja. Ich verstehe, was du meinst. Das stimmt auch zum Teil. Allerdings, ich sehe es ein bisschen, ich sehe es noch ein bisschen anders. Und zwar so Sozialkompetenzen haben ja auch immer irgendwas dann mit Regeln hinterher zu tun. Meistens Regeln, die ich, so was weiß ich, die ich zu 90% auf das Verhalten anwenden kann und die restlichen 10%, da muss ich dann noch im Einzelfall sehr genau nachschauen. Nur diese Regeln, die gibt es nicht. Die hat keiner wirklich so da, wie verhalte ich mich jetzt im Internet, mit dem Medium Internet. Gut, ich darf nicht beleidigen, aber wo fängt Beleidigung an? Wo fängt Beleidigung im normalen Leben an? Das sind ja alles Sachen, wie viel muss ich aushalten gerade auch im Internet? Das ist ja jetzt auch noch die Frage, so, das sind alles Regeln, also zumindest erstmal Grundregeln, die ich mir aufstelle und die hat derzeit meiner Meinung nach keiner, zumindest keiner parat, der sie mir nennen kann, sodass man hinterher sagen kann, das ist zumindest schon mal ein Regelwerk, mit dem man anfangen kann. Selbst das finde ich derzeit unnötig. Ein sehr großes Feld, das ist ganz klar. Sei es in einfachen E-Mails, wo man eventuell durch falsch verbal auf den Kopf gibt oder dies dann im Nachhinein öffentlich publiziert. Hier sind auch Digitalcourage oder Batfähigkeit nicht ausgenommen heutzutage. Eine sehr aktuelle Diskussion in einem ganz relativ, wie ich finde, harmlosen Bereich, aber auch da wird man halt zusehen müssen, wie will man zukünftig miteinander umgehen. Der Fleischraum, also der echte Lebensraum, der reale Lebensraum. Lebensraum, was ist real? Ich nenne es halt, ich mag das schwedische Wort Fleischraum, wo wir uns hier auch gerade befinden. Ich bin woanders. Wie meinst du das? Ich mag dieses Wort komischerweise nicht, aber. Also vom Klang her mag ich es nicht, aber von der Aussage her finde ich es okay. Ich glaube, wir werden da über die Jahre oder vielleicht sogar über die Jahrzehnte gucken müssen, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt einen Punkt bei dieser Republika, wo wir diesen Bereich der neuen Medien, das Neuland, haben, was ich Zufall entdeckt habe. Ich selber hatte das gar nicht wahrgenommen. Man möge mich da gerne eines Besseren belehren. Man kann auch nicht alles auf dem Schirm haben. Es gibt tatsächlich die Formulierung der neuen Medienordnung. Die neue Medienordnung, nicht die neue Weltordnung, New World Order, sondern New Media Order. Ich finde es völlig obskur, dass es eine Bund-Länder-Kommission gibt, die, ja bitte, so, das ist eine neue, seit November, glaube ich, letzten Jahres, eine neue Bund-Länder-Kommission gibt, die sich sozusagen darüber berät. Ich konnte bis dato keine öffentlichen Protokolle finden, aber halt schon wenigstens ein Gutachten von der SPD-Fraktion über 400 Seiten, dass man erkannt hat, dass all diese Mediengeschichten heutzutage sich mehr oder weniger auf ein einziges Medium beschränken lassen, das Internet. Das heißt also, egal ob wir von Sprache, Telefonie, von Sprache, Radio, von Sprache, Fernsehen und was da alles hinten dran hängt, sprechen, letztlich als Transportmedium gibt es nur noch eines und das ist das Internet. Das Internet lässt sich auch über Funk übertragen, wie wir wissen. Freifunk lässt auch hier grüßen. Ich selber bin sehr gespannt, was unter anderem der Bürgermeister Olaf Scholz hierzu zu berichten hat auf der Republika. Es ist ein Thema, denke ich mir mal, was wir auch im Bereich Kultur und Medien in NRW haben werden. Ich weiß nicht, Lukas, sagt dir das irgendwas? Haben wir das schon überhaupt auch? Also ich habe
auf den Landtagsseiten geguckt, ich habe nichts finden können. Sagt dir das was mit der neuen Medienordnung als Bund-Länder-Kommission? Sagt mir so noch nicht. Ich denke, ich weiß, worum es geht. Man dürfte eigentlich unter einem anderen Schlagwort da mehr zu finden, nämlich dann, wenn es um Medienkonvergenz geht. Das ist ein Begriff, den findet man häufiger in der Medienpolitik. Dazu gibt es auch diverse Debatten und auch Diskussionen. Medienkonvergenz, Fremdwort, bedeutet also, dass Medien miteinander verschmelzen. Das ist ungefähr auch das, was du sagtest, Grampi, dass das Medium in Zukunft das Internet ist. Nämlich, weil dort eben die klassischen Medien wie zum Beispiel Radio und Funk und TV, welches bisher linear war. Das heißt, es gab ein Programm, das wurde von einem Programmdirektor oder Konferenz oder wie auch immer festgestellt bzw. festgesetzt und dann wurde das halt gesendet, man durfte das dann konsumieren. Das Internet verändert eben diese klassische Medienwelt. Das Internet spielt eine Rolle nicht nur als Übertragungsmedium, sondern halt auch eben, es stellt einen Rückkanal dar. Dadurch verändern sich Medieninhalte, sie sind auch nicht mehr planbar. Das beobachten, oder das kann man eigentlich ganz gut jeden Sonntagabend auch beobachten, nämlich dann halt, wenn der Hashtag Tatort irgendwie trendet, weil dann halt die Twitter-Welt den Tatort in Echtzeit kommentiert. Es gibt inzwischen auch viele Experimente und Versuche, halt eben diese so eine Live-Sendung zu machen, eben mit Hilfe des Internets, mit Hilfe des Rückkanals. Das geht auch manchmal schief. Das verändert aber tatsächlich die Medienwelt und verändert die Rolle der Medien, die sie hatte. Und die Medienpolitiker, aber auch andere Entscheidungsträger, wissen auch noch nicht so ganz, wohin das geht. Und das ist also auch eine sehr spannende Zeit gerade, in der wir leben. Die Hersteller springen natürlich darauf ein, ja, Smart TV etc., also Fernsehgeräte, die ans Internet angeschlossen werden, um das Ganze zu ermöglichen. Es werden dadurch halt neue Plattformen geschaffen, die technisch in der Lage dazu sind, das umzusetzen, auch wenn es technisch noch nicht, oder es gibt kein definiertes Ziel, wohin es geht. Das ist alles wie so ein Wildwuchs, da entsteht mal was, da entsteht mal was, da scheitern mal Projekte, da setzen sie sich durch. Aber irgendwie vereint sich das Ganze. Und wir müssen uns als gesellschaftlich relevante Gruppe auch darüber unterhalten, auch als Partei. Welche Ansicht haben wir vom bisher oder jetzigen Medienbegriff? Was sind Medien? Und das ist eine Diskussion, die müssen wir auch in der Partei führen. Ich persönlich habe da ja ein bisschen die Sorge, dass halt nur mal wieder die finanziellen Aspekte auf der Ebene diskutiert werden, also rein die wirtschaftlichen Aspekte und weniger die Aspekte der freien Medien, der freien Kommunikation. Sobald es genau darum geht. Wir haben ja auch in diesem Jahr noch im Juni das Medienforum NRW. Ich denke mal, da werden auch einige von uns dann aufschlagen. Es soll wohl, soweit ich das gesehen habe, auch Thema dann sein beim Medienforum NRW. Ich denke mal, das wird uns auch noch bis 2017 und darüber hinaus im Landtag begleiten oder dann irgendwann mal aufschlagen. Jetzt gibt es zwei Bereiche, die ich nicht mehr geschafft habe vorzubereiten. Republika-technisch, mich würde interessieren, ob jemand mir da gerade helfen kann, spontan. Und zwar sind das die Bereiche Bildung bei der Republika und die Bereiche Ökonomie bei der Republika, beziehungsweise aus Landessicht. Ich frage jetzt mal ganz peinlicher Moment für mich, ob Michelle, Joachim, Moni mir da gerade helfen könnten. Wie sieht es aus in den Bereichen wie
freie Lehrmittel? Gibt es da Dinge jetzt bei der Republika, auf die wir selber halt gespannt sind oder nicht? Ich kann noch dieses Pausezeichen einblenden. Ja, genau. Das ist das Bändchen vom letzten Jahr. Ja. Man fährt zur Republika, nimmt sich den Flyer, macht den auf und sagt, da gehe ich hin, da gehe ich hin, da gehe ich hin. Super. Das ist eine App. Super. Ja. Aber kein Netz. Also bei 370 Panels in der Vorbereitung war es mir halt zeitlich dann irgendwann nicht mehr. Ich bereite die Republika nicht so vor. Okay. Spontan. Ich mache das spontan. Man hat ja erstmal Zeit, ne? Man entscheidet sich ja während der Kino, wenn man hingeht. Also theoretisch. Okay. Ökonomie. 4-0. Ich habe ein paar interessante, spannende Sachen, meine Pläne zu tun. Warte mal, der Zucker kleckert so laut. Ich kann kein abschließendes Urteil abgeben, entweder habe ich es übersehen oder so, aber für meinen persönlichen Geschmack ist das Thema Ökonomie der Zukunft auf der Republika sterblich unterrepräsentiert. Es gibt ein paar Dinge, die Bezug dazu haben, wie Sachen zum Urheberrecht, auch Sachen zu gesellschaftlichen Veränderungen. Aber wie man jetzt mit Informationen als Wert und mit dem dahinterliegenden Kapital umgeht, dazu habe ich nichts gefunden. Okay. Ich habe mich aber täuschen, vielleicht habe ich das übersehen. Ja, es ist immer noch nicht gut, Massen richtig vertreten. Die reguläre Kalenderübersicht ist ja schon bombastisch. Es mag Leute geben, die froh sind, dass die Republika sich nicht damit beschäftigt. Und viel zu freundlich. Viel zu freundlich. Ja. Du kannst das ja nachher überarbeiten. Okay, wir haben 10:56 Uhr, wenn ich das richtig gesehen habe. Man hat Spaß, das ist auch gut. Wir haben keinen Spaß mehr haben dürfen hier, ne? Ja. Genau, also das ist das Letzte, was uns noch bleibt. Genau. Nein, ich hoffe. Hier rennen nur die Leute rum. Jetzt um 11 Uhr hält Ethan Zuckerman sozusagen. The system is broken, that's the good news, was ich gerade schon erwähnt hatte. Das gibt es ja von Facebook, oder? leider schaffen wir es jetzt zeitlich nicht, um 11 Uhr schon da zu sein. Interessant finde ich den gesamten Flüchtlingspart halt auch. Said loud, said clear, refugees are welcome here. Ich gucke das nicht. Auch ein Thema, womit wir ja immer wieder auf Landesebene zu tun haben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann euch jetzt einfach nur kurz fragen, ob es bestimmte Dinge gibt. Michel sagt ja schon, er schaut spontan, was es da so gibt. Ich selber möchte zusehen, dass ich auf jeden Fall heute mir die Panels mit Herrn Gorni angucken kann, der ja den Bock zum Gärtner, nicht nur den Bock zum Gärtner, sondern den Bock zum, ich weiß nicht, zum Weidenhüter. Er ist sicher der Meinung, man hat den Garten zum Bock. Ja, der Wolf an der Schafsfarm vielleicht. Und halt die Vermessung der Medienwelt mit Christoph Käse finde ich auch ganz großartig. Ja. Christopher Lauer ist vielleicht auch da. Deswegen, mich würde interessieren, gibt es bestimmte Panels oder bestimmte Themen, die ihr selber unbedingt euch da jetzt geben wollt? Ich kann die Panels gerade hier nicht aufrufen im Internet. Wollen wir uns eigentlich irgendwie mit den anderen Piraten? Heute sind es nur noch 15. Kann ich empfehlen, was ausgedruckt. Ja, ein langweiliges Thema, ich habe es mir tatsächlich auf Totmans ausgedruckt, The Future of Wi-Fi. Es geht eben um die Zukunft von freien WLAN-Netzwerken wie Freifunk, um die aktuellen Regulierungsbemühungen des Bundeswirtschaftsministeriums und
welche Rahmenbedingungen brauchen Initiativen wie die Freifunker und warum können sie oder sollten sie mit kommerziellen Anbietern gleichgestellt werden oder auch nicht? Keine Ahnung, wer das macht, aber warum das? Ich weiß, dass ich da hingehen werde. Wow. Jetzt kam gerade die Frage auf, treffen wir uns mit anderen Piratenfraktionen? Hochnotoffiziell nicht. Ich selber habe Kontakt aufgenommen zu einzelnen, nach dem Motto, hintenrum, nicht öffentlich. Wir können diese Veranstaltung halt auch nehmen, auch heute Abend natürlich im Bereich Socializing, Lobbying. Wir sind ja auch nur, in Anführungsstrichen, eine Lobbygruppe. Wenn wir mal ehrlich sind. Gibt es bestimmte Panels, die ihr, wie gesagt, reizt mich nach wie vor, zu wissen, unbedingt besuchen wollt? Ich frage halt einfach nur. Mach das wie Michelle, ich guck mir das an. Ich kann das spontan. Also, es ist auch so, man geht zur Republika, also, ne, und man hat, ich sag mal, 8 Stunden Kopf frei und dann geht man da hin und nimmt diesen Flyer und dann geht man 8 Stunden in irgendwelche Talks und dann ist der Kopf voll. Also, man kann sich auch vorbereiten und einen Plan haben, genau. Und dann werden Räume getauscht oder sonst was, dann steht man da oder man macht das halt einfach, man schwimmt mit dem Fluss halt. Ja. Man weiß ja, dass man da vorne. Also es gibt sicherlich alle Möglichkeiten. Ja. Gibt es jetzt auch Tipps? Dann frage ich anders. Gibt es jemanden, der sich damit beschäftigt hat, wo er hingeht? Weil wenn es keinen gibt, dann ist es halt fruchtlos. Ja, du hast ja einen schon vorgestellt. Genau. Ja, und du hast gefragt? Ja, entschuldigung. Dann sage ich es anders. So. Wenn es halt jetzt keinen mehr gibt, der irgendwie den Burner hat, wo alle unbedingt hin müssen, was ich übrigens total sinnlos finde, dass alle gleichzeitig irgendwo hingehen, dann kann man auch einfach sagen, lass uns losgehen, den Flyer nehmen und gucken, wo wir, ob wir um 12 den ersten Talk uns angucken können. Wunderbar. Genau, nebenbei noch ein bisschen Bundestag vorbeigehen. Genau, ich bemerke die scharrenden Hufe. Die zunehmende Ungeduld, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Wer möchte, kann ja gleich, wenn wir dann sozusagen jetzt... Eine Frage, ja. Hat ausnahmsweise nichts mit den Vorbereitungen zur Republika zu tun, sondern eher mit einer Veranstaltung bzw. Ausschusssitzung im Bundestag. Der Minister hat ja gestern was gesagt, scheinst irgendwas zu wissen, da geht es, glaube ich, um BND, NSA, Anzeige, Berichterstattung im Rechtsausschuss. Auch heute, ja. Was heute ist. Wer von uns geht da hin? Also ist jemand von uns vor Ort? Nicht heute, morgen. Morgen ist das, stimmt, morgen. Ich nicht öffentlich heute. Ich habe es nicht überprüft, aber Maro sagte, da wäre heute was und morgen. Ich glaube, er hat gesagt, morgen und Donnerstag, oder? Wie du heute hin? Ja, morgen und Donnerstag. Das kann du gehst morgen hin, okay. Alles klar, morgen, dann mein Wissensdurst ist gestillt. Vielen Dank. Aber ganz sicher bin ich auch nicht. Okay, das kriegen wir ja auch raus. Ich weiß. Also, um Michelles Worte aufzugreifen, let it flow, lass es einfach mal laufen. Also, thematisch, nur thematisch bitte. Aus der Flasche. Gleich um 12.15 Uhr spricht ja auch Julia Reda zum Bereich analoges Urheberrecht und digitales Europa. Unsere Berichterstatterin aus dem EU-Parlament in der Hinsicht. Wenn jetzt niemand etwas weiteres Konstruktives hinzuzufügen hat, würde ich dann sagen, wir packen zusammen und machen uns auf schnellstmöglichem Weg auf zur Republika heute. Und dann schauen wir, dass wir vernünftig Inhalte zusammengefasst bekommen. Und nach Möglichkeit halt ein kurzes Statement im Laufe des Tages und jeden Tag, den wir hier sind, auch die SG-Presse, die Bundespresse der Piratenpartei mit befüttern. Ist eine Menge, wie gesagt, Kopffüllmaterial vorhanden. Gibt es noch weitere Einwände, Vorschläge? Wenn nicht, dann würde ich sagen, wir haben 11.03 Uhr und ich wünsche euch viel Spaß und volle Köpfe. Vielen Dank.
Inhaltlich, nur inhaltlich. Ja, aber später. Man vergisst halt